Hallo. Hallo. Was wird denn das? Ich bin schwanger. Ja, also ich habe gerade meinen Job gekündigt. Wie konnte das denn passieren? Dasselbe könnte ich dich auch fragen. Wie konntest du bitte schwanger werden? Ja, also das ist so, wenn ein Junge und ein Mädchen sich ganz doll mögen. Ich dachte, du nimmst die Pille. Oh Gott, Maria, was hast du jetzt schon wieder gemacht? Hallo? Ich habe hier ein Projekt, okay? Sonntagmittag kommen Mama und Papa zurück. An deiner Stelle würde ich hier nicht über den Weg laufen. Hast du noch was Geld über? Ich habe einen kleinen Verlag. Beantwortet das deine Frage? Ja, die Bibi ist wieder mit ihrem Typ zusammen. Da sind 20 Quadratmeter ein bisschen eng für drei. Ich dachte, ich suche mir direkt was in der City. Mal davon abgesehen, dass du Mama und Papa bestimmt 5000 Euro schuldest und mir 600, du hast ja jetzt einen Job. Das ist nicht dein Ernst. Das ist die dritte Adresse, die Papa dir besorgt hat. Und der Hohmann ist einer seiner ältesten Freunde. Weißt du, wie peinlich das wird? Ey, der wollte, dass ich den Kunden ihre Wasserkästen zum Auto schleppe. Zum Auto. Weißt du, was das Krasseste ist? Keine Sau hat mir Trinkgeld gegeben. Wovon willst du jetzt leben? Ich war neulich mit dem Ferdi unterwegs. Oh Gott. Der hat sich in Bremen zwei Boote gekauft. 1A Secondhand-Ware. Und die verleiht er jetzt an Kunden, die dann damit rumfahren wollen. Du willst nach Bremen ziehen? Wer redet denn von Bremen? Ich zieh das hier durch. Hölzels Assistentin sagte mir, dass die Vorverlegung auf deine Veranlassung geschah. Cheers. Wieso habe ich davon nichts gewusst? Deine Assistentin scheint es nicht wirklich zu bringen, wenn sie dir keine Anrufe ausrichtet. Da war kein Anruf auf ihrer Leitung. Ich habe die Mailbox selbst abgehört. Du glaubst mir nicht? Natürlich nicht. Aber gerade Vertrauen ist doch etwas, was den Grundstein einer jeden Beziehung bildet. Konstanze, ich kann verstehen, dass du die Leitung der Fusion übernehmen willst, aber dir fehlt einfach die Erfahrung. Ich bin mir aber sicher, dass Martin Hölzel auch für dich etwas Passendes findet. Ja, also ich muss dann mal. Alles klar. Mein Vater hat es über einen Bekannten angeleiert, da muss ich echt hin. Das neue GTA ist übrigens raus. Ja, bis dann.